Ich kann es nicht. Also richtig den Gruselpunkt getroffen bei mir. Kitty, was wird das? Okay. Halloween, ihr Lieben. Für mich einer der schönsten Tage des Jahres. Ich hoffe, ihr habt heute auch was Schönes vor und gruselt euch fleißig. Die liebe Ramona vom Kanal Litterer hat einige Booktuber und Booktuberinnen gefragt, ob sie Lust haben an einem gruseligen Tauschpaket. Natürlich habe ich da direkt ja gesagt. Vielen Dank, Ramona, an dieser Stelle. Und ich wurde beschenkt von der lieben Christine vom Kanal Christinchen. Wen ich beschenken durfte und wer bei dieser spannenden Aktion noch mitgemacht hat, könnt ihr mal in der Infobox nachgucken, wenn ihr Lust habt. Alle Kanäle sind unten verlinkt und ich freue mich so sehr. Ich zeige euch das Paket jetzt, glaube ich, erstmal von oben. Guckt euch das mal an. Samt Spinnweben. Super schön verpackt. Mit einer Karte. Oh, ich freue mich. Liebe Sarah, ich habe mich sehr über deine Wunschliste gefreut. Deshalb habe ich dir ein Herzensbuch reingepackt. Ganz viel Freude mit dem Paket und Happy Halloween. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Wir haben uns gegenseitig ein paar Bücher genannt, die auf unserer gruseligen Wunschliste lauern. Sieht schon so cool aus. Guck dich das mal an. Ja, Leute, ich muss dazu sagen, ich habt einen gesunden Respekt vor, nee, ich kann es nicht anfassen, vor Regenwürmern. Eigentlich vor allem, was so keine Beine hat, Schlangen und so. Ich möchte, dass es denen allen gut geht, den Lebewesen. Ich habe nichts gegen sie, aber ich möchte sie nicht anfassen oder berühren müssen. Bin mal gespannt, das packen wir jetzt mal aus. Das sieht richtig cool aus, sogar mit einem Messer noch. Aber ihr seid immer alle so kreativ. Ich bin ja so schlecht im Einpacken, aber ich habe versucht, mir auch Mühe zu geben. Aber da komme ich nicht ran. Das sieht super cool aus. Super creepy. Mal gucken, was da drin ist. Guck mal, ein kleiner Frankenstein. Was für Frankenstein? Guck mal, wie süß. Ist das süß? Ein kleines Frankenstein-Baby. Christinchen, ich freue mich so unsagbar. Ich habe schon aus einem anderen Tauschpaket etwas, also einen anderen Freund von dir rausgeholt. Das passt perfekt zusammen. Jetzt kann ich schon eine kleine Sammlung fast anlegen. Guckt, wie viel Liebe. Christinchen macht die tatsächlich selber. Also, da steckt so viel Arbeit drin und so viel Liebe. Das sieht man, oder? Also, ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe Christinchen noch nicht gesagt, dass ich das hier schon rausgezupft habe, weil das natürlich eine Überraschung ist für ein anderes Videoprojekt. Aber jetzt haben die sich einander, jetzt sind die nicht einsam und jetzt können sie nebeneinander im Regal verweilen. Vielen, vielen Dank. Also, das ist, glaube ich, das absolute Highlight aus dem Paket schon. Auch schön verpackt. Ich glaube, es ist eine Kerze und ich kann nicht genug Kerzen haben. Sollte es eine Kerze sein? Yankee Candle, Home Inspiration, Pumpkin Cider. Soll ich euch was sagen, Leute? Das passt super, weil meine aktuelle Kerze, die ich auch aus einem anderen Tauschpaket bekommen habe, geht gerade zur Neige. Und Moment, ich hole die mal. Das ist die hier. Und die habe ich schon sehr geliebt. Die habe ich von der lieben Carla von Buchmomente bekommen. Und das ist echt so ein Geheimtipp. Neben Yankee Candle und Goose Creek, die ja so meine Lieblingskerzen wirklich sind, ist das hier von DY Home, sehe ich gerade. Und Sand und Fog. Die sind wirklich gut. Und ich freue mich jetzt so sehr, die Kerze anzumachen. Christinchen, voll ins Schwarze getroffen. Riecht super lecker. Und es ist dieser typische würzige Vanille Herbstduft, der so ein bisschen nach Kürbis, Vanille und Rauch riecht. Voll lecker. Mein Gott, Christinchen, was hast du da alles reingepackt? Guck mal. Ist das cool? Wieso klebt das so? Hält das? Nee, das hält leider nicht. Sonst hätte ich mir ein drittes Auge geklebt. Richtig cool. Da war auch schon Kinderschokolade drin. Ich bin ein kleiner Schokoholiker. Christinchen, die habe ich schon vernascht. Die habe ich eben instant weggenascht. Was ist das? Das sieht mega aus. Ich glaube, es ist eine Seife, die wahrscheinlich im Dunkeln leuchtet. So sieht es aus. Ja, tatsächlich. Wo kriegt man sowas Geiles her? Auch noch mit einer Katze drin. Ich bin ja eine verrückte Katzenlady. Wo kriegt man sowas Geiles her? Zitronig. Oh, Christinchen,
Ich bin sprachlos, total schön. Passt perfekt. Vielen, vielen Dank. Happy Gingerbread Man. Pflegendes Schaumbad mit Orange, Zimt und Kardamom. Das habe ich heute schon ein Bad genommen. Aber morgen gehe ich 2 Stunden zu einer Massage. Das gönne ich mir. Weil ich wieder so... Ja, egal. Ich gehe auf jeden Fall morgen 2 Stunden zur Massage und danach gönne ich mir dieses Bad hier. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich verwende tatsächlich super gerne die von Lush. Diese einzelnen Pflegebaddinger. Die kosten zwar so 7, 8 Euro, aber... Ich packe ja nicht das ganze Ding immer direkt rein. Da reicht so eine Ecke und ihr habt einen riesen Bubblebad. Und ich freue mich darauf, das mal auszuprobieren. Es ist vegan. Finde ich schon mal super gut. Und TT Sept kann man nichts mit falsch machen, wie mit Kneipp. Jetzt hat sie mir noch Schokolade reingepackt, meine Lieblingsschokolade. Und deshalb ist die auch schon komplett leer. Süß, ne? Noch mehr Schokolade. Kenne ich gar nicht. Auch wahrscheinlich Halloween Edition von Milka. Die überlasse ich dann Marcel. Also Christinchen, du bist verrückt. Wir haben uns auf ein Budget geeinigt. Du hast wirklich also super schöne Sachen dafür gefunden. Und ich sehe gerade, es scheinen ja sogar noch 2 bzw. 3 buchige Geschenke zu sein. Mal gucken, das ist ein bisschen dünner hier. Auch wieder super schönes Papier. Also ist das cool. Ich bin ein Notizbuchmädchen, also ohne Notizbücher würde ich im Chaos versinken. Ich bin auch ein Listenmädchen, deshalb sind Notizbücher immer herzlich willkommen. Ich kann davon nicht genug haben. Aber guckt euch mal bitte das coole Exemplar hier an. All Monsters Are Humans. Das sieht, erinnert mich ein bisschen an American Horror Story tatsächlich. Ist das von American Horror Story oder irre ich mich da gerade? Richtig geil, also richtig, richtig nice. Dienchen einpacken, das ist auf jeden Fall dein Ding. Nicht so wie bei mir. Ja, sehr cool. Das ist wahrscheinlich auch das Herzensbuch, von dem du gesprochen hast, oder? Joe Hill mit Christmasland. Ich habe von Joe Hill, ich glaube sogar in diesem Jahr, Blind gelesen. Und das war ja auch 5-Sterne-Buch. Also es hat mich von vorne bis hinten komplett begeistert. Das war gruselig, das war düster. Das hatte einen totalen Sog für mich. Und ich höre so viel über Christmasland, weil das einfach, glaube ich, somit das bekannteste Buch von ihm ist. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall feiern viele dieses Werk hier und ich freue mich schon total darauf, nochmal was von Joe Hill zu lesen. Willkommen im Christmasland. Charlie Munks ist ein sehr, sehr böser Mann mit einem sehr, sehr bösen Auto. Er verheißt Kindern ewige Weihnacht in Christmasland, aber auch freudige Träume enden mitunter sehr böse. Oh Gott, es geht, also wenn Kinder mitspielen, oh, und dann noch so albtraumhaft, das könnte mich richtig, richtig gruseln. Das finde ich, also Kinder mitspielen bei sowas, habe ich glaube ich noch nicht gehabt. Das ist richtig böse. Tolle Auswahl. So, jetzt kommen wir zum letzten Päckchen. Da war wirklich viel drin. Richtig, richtig tolles Paket. Und hier haben wir ein Buch, was ich tatsächlich schon gelesen habe. Ich habe es trotzdem auf die Wunschliste geschrieben, weil ich es unbedingt in meinem Regal stehen haben möchte, weil ich das damals so gefeiert habe. Es war ein absolutes Highlight für mich und ich spreche hier von Geisterfjord. Eine gute Geistergeschichte gepaart mit einem Kriminalfall. Und diese Verflechtung von diesen beiden Elementen einfach super, ist in dem Buch super gut gelungen. Also wir haben hier wirklich einen spannenden Fall, einen Mordfall, der untersucht werden muss, aber auch viele, viele Geister- und Gruselelemente. Und wer sowas mag und so im Bereich Krimi-Thriller auf der Suche ist nach einem guten Buch, kann ich super empfehlen. Es ist ein sehr düsteres Setting auf einer einsamen Insel, mitten im Nirgendwo, wo es die ganze Zeit fast dunkel ist. Dann hört man Schritte, man hört Stimmen, diese klassischen Gruselelemente. Aber eben gepaart mit einem sehr spannenden Fall. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich es jetzt bei mir im Regal stehen habe. Christinchen, also ich kann jetzt noch 10.000 Mal Danke sagen, aber wirklich vielen Dank vom ganzen Herzen. Du hast total meinen Geschmack getroffen. Die Verpackung super süß und ich werde das alles auf jeden Fall sehr, sehr schnell verwenden und benutzen und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Sag mir mal, woher du die Seife hast. Also echt super. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schaut gerne in der Infobox vorbei und seht, wer noch alles mitgemacht hat und wen Ramona noch eingeladen hat zu dieser Gruselreihe. Und alle Videos werden heute zu Halloween hochgeladen, wenn ich mich nicht irre. Deshalb könnt ihr das schön im Durchlauf gucken und es ist unten verlinkt, die ganze Sache. Schaut vorbei und ganz viel Spaß. Danke Ramona nochmal dafür, dass ich dabei sein sollte. Ich bin einfach
ein Halloween-Freak. Ich liebe es. Ist mit der schönste Tag für mich im Jahr. Meine Freunde haben mich letztens ein bisschen komisch angeguckt, als ich das gesagt habe. Aber ich liebe das. Ist zu gruseln, Gruselbücher, Horrorfilme. Und Kitty möchte gerade den Wurm essen. Kitty, wo bist du? Wo bist du? Da! Gut, meiner Katze gefällt es auch. Die liebt ja alles, was so neu ins Haus reinkommt, was man erstmal beschnüffeln kann. Wie so ein kleiner Hund. Sibi ist auch mit dabei. So, meine Erdbeersocken auch. Das sieht man hinter der Kamera sonst nicht. Und wir erfreuen uns jetzt an den Geschenken und sagen Tschüss. Bleibt bunt, gruselt euch schön. Happy Halloween, ihr Lieben. Unternehmt heute was schön Gruseliges. Lest ein gutes Buch, schaut einen guten Horrorfilm. Macht was mit Freunden, wie auch immer. Genießt den Tag. Und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Bleibt bunt.